So, weiter geht's mit Inside. Alles klar, wir ändern jetzt hier nochmal den Wasserpegel. So, ganz knapp, dass die. Aber warte mal, erstmal ganz nach oben. Erstmal muss die Kiste da oben ja runterfallen. So. Und jetzt runter, so dass die Tür gerade noch genau aufgeht. Und dann können wir jetzt nämlich hier rüber schwimmen. Aber merkt ihr das? Es ist auch kein, weil alles hinter dieser Scheibe ist, hören wir uns selber jetzt nicht mehr. Ich habe eben schon gedacht, der Spielsound wäre weg, aber nein. Ihr hört ja im Hintergrund ist so dieses Maschinensurren und so ist noch da. Das ist einfach, weil wir jetzt hinter so einer fetten Glasscheibe sind. So, und jetzt hören wir uns auch wieder. Okay. Was ist das? Ist das wieder ein U-? Nee, das ist kein U-Boot. Sind das Bomben? Okay, hier kommen wir nicht hoch. Gut, ich denke mal, wir müssen tauchen. Das ist einfach so krank, ne? Ah, okay, guck mal, jetzt sind wir wieder. Oh, guck dir das mal an. Okay, wir dürfen hier nicht runterfallen. Das ist ja krass. Da war gerade eine Kiste anscheinend kaputt. Er hat die Tür da wieder zugemacht und jetzt gehen sie wieder raus. Okay, da links ist ein Schalter. Okay. Gucken wir mal. Also ich kann hier noch nichts machen. Da bin ich wahrscheinlich alleine zu schwach für. Dann gehen wir weiter erstmal nach rechts. Vielleicht haben wir ja da Hilfe von Zombies. Sind da hinten welche? Ich weiß es nicht, wir gehen jetzt mal weiter. Okay. Also hier nach rechts kommen wir nicht mehr. Und da oben ist ein Schalter, an dem wir dran müssen. Also haben wir doch irgendwo etwas übersehen. Vielleicht muss ich da hinschwimmen und während ich dann runterfalle. Den Schalter betätigen. Also ich hoffe. Oh, guck mal, aber ich weiß nicht. Da in dieser Kiste können wir auch nichts machen. Nee. Die hat ja kein Licht. Aha. Boah. Boah, was sind das? Boah, guck mal, die haben teilweise total verstümmelt, keine Arme. Der eine hat gar keinen Kopf, der hat diesen total. Aber doch, der hat einen Kopf, aber so, der hält den so komisch. Boah, ist das krank. Boah, ist das. Boah, widerlich. Okay, ihr könnt mir gleich helfen. Die können mich nämlich jetzt hier hochschmeißen. Okay, noch höher. Nein.
jetzt weiß ich, was wir machen müssen. Ganz anderer Plan. Wir müssen das Wasser wieder runterlassen. Ja. Dann ist das Wasser ja auch wieder hier niedriger. Uns dann in das Wasser hier werfen lassen. Dann nach rechts schwimmen zu dem Schalter. Okay. So müsste das ja dann gehen. Oh. Guck mal, die Gliedmaßen, die zucken und folgen uns auch. Boah, ist das... Gut, dann betätigen wir wieder hier den Schalter. So, kommt mal mit, meine Freunde. Das ist echt nett von euch, dass ihr mir helft, auch wenn ich euch anscheinend oder wahrscheinlich nicht helfen kann. Also ich glaube es zumindest nicht. Ich weiß noch nicht, wie ich euch da helfen so könnte. So, jetzt aber. Höp. So, strengt. Oh, ah, okay, nochmal. Nochmal das Ganze. So. Guck mal, wie die mir folgen. Das ist auch cool. Die fangen mich jetzt sogar gleich auf. Damit ich mir nicht wehtue. Das war eine, hatten wir ja schon mal so. Sehr cool, oder? So, hat funktioniert. Dann kommt mal alle mit in die Freiheit. Oh, da gibt es noch mehr. Hi. Mittlerweile folgen die mir auch ohne diesen Helm. Ob das was damit zu tun hat, da weil wir sind ja unter Wasser fast gestorben worden, von diesem Biest gerettet. Was auch immer. Und auch irgendwie an etwas angeschlossen. Wer weiß, ob wir jetzt dauerhaft mit denen hier verbunden sind. So, ihr müsst mich jetzt... Uah, Vorsicht, nicht darunter fallen. Ihr müsst mich darüber schmeißen. Danke. Geht's euch gut da unten? Ich hoffe ja. Es tut mir leid. Okay, wir müssen anscheinend... Wir müssen auch da runter. Aber ich denke mal, die fangen uns auf, oder? Ich spring einfach mal. Hui. Danke. Ach, ihr seid zu freundlich. Ihr seid echt lieb. Okay, hier ist nichts mehr. Könnt ihr mir mal helfen? Und... Viel Spaß. Ob wir die wiederholen können. Ob wir hier eine Tür haben. Ah. Okay, die folgen uns ja jetzt. Jetzt wird's knifflig. Jetzt müssen wir die da irgendwie wieder hier runterkriegen. Ah, das geht vielleicht da vorne. Alles klar, cool. Okay, dann kommt mal mit in den Fahrstuhl. Dann kann ich euch doch noch mitnehmen. Wir sind doch eine große Familie. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, ich muss mal da kurz an den Schalter, vielen Dank. Oh, nicht schubsen, alle kommen in Freiheit. Hoffe ich zumindest. Oha. Okay, kommt, hinterher. Oh, da hinten laufen welche. Ob das Zombies sind oder ob das Mitarbeiter sind. Hm. Bestimmt nicht ungefährlich, hier so über freiem Feld rüber zu laufen, aber geht ja nicht anders. Oh, da sind... Nee, das sind Pylone, okay.
Vielen Dank für die Hilfe. Danke, ich werde versuchen, rauszufinden, was das Ganze hier zu bedeuten hat. Und euch irgendwie versuchen zu retten. Was sind das hier für Stationen? Guck mal, da hat jemand den Hörer fallen lassen. Man hört sogar noch, dass das piepst, okay. Na gut, dann gehen wir mal hier rein. Sind das da unten Zombies? Nee, ne? Nee, das sind keine Zombies. Das sind Mitarbeiter, die anscheinend flüchten. Vielleicht ist da irgendwas schiefgegangen. Oh nein, guck mal da. Ein Zombie wird in so einem Beobachtungsraum. Okay, der scheint... Guck mal, der haut auch ab. Hier ist... Irgendwas stimmt hier nicht. Krass. Weil die kümmern sich gar nicht um mich. Okay. Was ist hier los? Sie nehmen uns auf jeden Fall nicht gefangen und es kommen immer mehr gucken. Ja. Was gibt es hier so Besonderes, Leute? Okay, ich gehe mal ans Telefon. Schmeiß ich mal das Telefon runter. Habe ich das Gefühl, dass wir jetzt gleich auf der Seite sind, wo alle hingucken. Okay, was schauen die sich da an? Ist das ein Wasserbecken oder... weiterlaufen? Ich probiere es einfach. Warte mal, wir gehen erstmal weiter. Okay, hier gibt es nichts. Hier gibt es nichts mehr. Also müssen wir da runter. Habt ihr das gesehen? Zwei von denen haben hochgeblickt und hier in die Richtung. Irgendwas Spektakuläres muss da anscheinend vor sich gehen, dass die da alle hinstarren. Mal sehen, ob wir das noch rausfinden. Oh, einmal die Leiter. Hm.
will ich erstmal runter. Komm, wir gehen erstmal runter und gucken, was, ob es hier auch noch was gibt. Okay, da ist ein Fahrstuhl, also wir kommen auf jeden Fall wieder hoch. Sollen wir da runterspringen oder sollen wir nicht? Komm, ich spring. Boah. So, Leute. Oh, cool. Okay, hier können wir uns hier so eine gigantische Kugel angucken. Naja. Wie komm? Genial, also... Was für denen, die hier mit dem Spiel gekommen sind. Das erfordert echt eine Menge Fantasie. Okay, dann. Los. Was ist das hier für eine Maschine jetzt? Egal was, wir haben sie jetzt ausgeschaltet. So, erste Klammer lösen. Warte mal. Ach, wir brauchen ja gar keine Luft holen. Ich habe jetzt schon gedacht. So, machen wir erstmal hier das Ding auf, oder? Okay, dann lösen wir doch vielleicht mal die Klammer. Oh. Hm. Okay, so kommen wir dann nicht rein. Dann machen wir hier mal wieder die Maschine an. Ja, cool, jetzt geht's los. So, warten wir mal, bis das Ding voll Power hat. Und lass uns mal da reinschießen, oder? Los! Ja, ich hab's doch gewusst. Wir sind auf der anderen Seite dieser Scheibe. Und, es ist wie in einem schlechten Traum, wir sind nackt. Okay. Oh mein Gott. Was ist das? Ein menschlicher Fleischklops aus Menschen, aus ganz vielen Menschen. Boah, das ist ja ekelhaft. Oh, die haben uns, halten uns fest. Aber wir werden sie befreien. Nein, nicht! Oh, oh. Wir können den Fleischklops bewegen. Krass. Okay, unglaublich. Wir können ihn bewegen. Na gut, dann würde ich sagen, für alle, die das offline schauen, dieser Part ist wieder vorbei. Aber... Für alle, die im Livestream gucken, weil ich auch gerade so viel Spaß daran habe, geht es noch weiter. Wir machen weiter hier bei Inside. Aber wie gesagt, für alle, die später schauen, geht es dann am nächsten Tag mit der nächsten Folge weiter.